Wenn ihr wollt, dass sich euer Leben ändert, dann haltet nicht an einer negativen Einstellung fest. Will hier jemand, dass sich sein Leben ändert? Ihr könnt den Teufel buchstäblich in Stücke reißen. Nur indem ihr dankbar seid. Ich glaube, Gott möchte, dass ich heute mit euch darüber spreche, wie wichtig eine dankbare Einstellung ist. Aber wir können nicht über Dankbarkeit reden, ohne auch über das Jammern zu reden. Über das Klagen und Nörgeln. Ich weiß, dass das keiner von euch tut. Aber wenn ihr die CD des Vortrags kaufen wollt, könnt ihr sie all euren mürrischen Freunden geben. Ich möchte euch etwas sagen und ich sage das nicht einfach nur so. Ich glaube, wenn ihr das, was ihr heute hier hört, in eurem Alltag umsetzt, wenn ihr es wirklich anwendet, hat es die Kraft, euer Leben zu verändern. Die Israeliten verbrachten 40 Jahre in der Wüste, um eine Reise zurückzulegen, von der die Bibel sagt, dass sie normalerweise 11 Tage gedauert hätte. Das ist ziemlich dumm. Aber wer von uns kann reinen Gewissens sagen, dass er noch nie so gehandelt hat? Eines ihrer größten Probleme war, dass sie ständig jammerten und klagten. Statt dankbar zu sein, nörgelten sie herum. Wenn wir nur dann dankbar sein können, wenn wir alles haben, was wir uns wünschen, sind wir weit davon entfernt, einen Christus-ähnlichen Charakter zu entwickeln. Jeder, sogar jemand, der Gott nicht kennt, kann dankbar sein, wenn alles nach seinen Vorstellungen läuft. Was wir also lernen müssen, ist, in den Zeiten, in denen es nicht so gut läuft, genauso dankbar zu sein, wie in den Zeiten, in denen alles wunderbar ist. Denn auch wenn in unserem Leben nicht alles gut läuft, haben wir eine Hoffnung und wissen, dass es nichts gibt, für das Gott keine Lösung hat. Deshalb sollten wir nicht warten, bis alles in Ordnung ist und dann erst anfangen, dankbar zu sein. Wir sollten Gott schon inmitten unserer Schwierigkeiten danken. Es gibt immer etwas, das in unserem Leben funktioniert. Wir finden immer ein Körperteil, das sich gut anfühlt. Wir finden immer etwas, das unser Ehepartner richtig macht. Wir finden immer etwas an unserer Arbeit, das gut klappt und das uns gefällt. Es gibt immer etwas, über das wir uns freuen können. Ich habe gesagt, es gibt immer etwas. Habt ihr eine Vorstellung davon, wie viel jeden Tag über die Zustände in Amerika geklagt wird? Und trotzdem wird alles nur noch schlimmer. Was wäre, wenn jeder, statt zu klagen, etwas suchen würde, für das er dankbar sein kann? Und darüber hinaus für all die Probleme beten würde? Ich bin mir sicher, Gott würde erheblich schneller handeln. Wenn wir wollen, dass unsere Probleme gelöst werden, reicht es nicht aus, nur über sie zu reden. Lasst mich dazu noch etwas sagen. Ich weiß, dass heute Menschen hier sind, die sehr leiden. Pastor Mike hat mir gesagt, dass eine Frau hier ist, die ihre Tochter verloren hat. Sie wurde vor 2 Wochen bei einem Autounfall hier in Phoenix getötet. Und ihre Mutter sitzt jetzt hier, um Gottes Wort zu hören. Wisst ihr, ich bewundere das. Ich kann euch sagen, dass diese Frau in ihrem Leben erfolgreich sein wird. Sie hat erst vor 6 Monaten angefangen, die Bibel zu studieren und unsere Sendung anzusehen. Sie sagte, dass sich daraufhin in ihrem Inneren vieles so radikal verändert hat, dass sie angesichts dieser Tragödie einfach wusste, dass sie in die Gegenwart Gottes kommen und sein Wort hören muss. Gut. Wir werden uns heute viele Bibelverse ansehen. Ich habe jeden einzelnen Vers nachgelesen, obwohl ich die meisten von ihnen auswendig kann, aber ich liebe es einfach, in der Bibel zu lesen. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir die Worte sehen. 1. Korinther, Kapitel 8, Vers 3.
Wenn aber jemand Gott wirklich liebt, sagt alle wirklich, mit tief empfundener Ehrfurcht, sofortigem Gehorsam und dankbarer Anerkennung seines Segens ist er von Gott erkannt. Er wird seiner Nähe und seiner Liebe als würdig befunden und gehört ihm. Er sagt also, die wahre Liebe zu Gott besteht nicht nur darin, jede Woche in die Kirche zu gehen oder zu sagen, ich liebe Gott. Jemand, der Gott wirklich liebt, verspürt eine tiefe Ehrfurcht vor ihm. Ich habe heute gebetet, dass jeder, der diesen Vortrag hört, großen Respekt für das Wort Gottes hat. Wir müssen unsere Ehrfurcht vor seinem Wort ausdrücken. Gott zu lieben bedeutet unter anderem, ehrfürchtig anzuerkennen, was er uns gegeben hat, ihm sofort zu gehorchen und für seinen Segen dankbar zu sein. Sagt alle, ich liebe Gott. Deshalb bin ich sehr dankbar. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Dankt Gott in jeder Lage. In jeder Lage. Fragt euch doch mal, ob es in eurem Leben etwas gibt, über das ihr ständig jammert, ohne dass ihr euch auch mal die Zeit genommen habt zu sagen, Gott, es ist nicht schön, was gerade passiert und es tut weh, aber hier sind 10 Dinge, für die ich dankbar bin. Das wollt ihr nicht hören, oder? Dankt Gott in jeder Lage, seid dankbar und sagt Dank. Ich möchte dem Danksagen heute besondere Aufmerksamkeit widmen. Ich glaube, wenn ich euch fragen würde, wer von euch dankbar ist, würdet ihr alle die Hand heben, ich auch. Aber wisst ihr, was ich gelernt habe? Dankbar zu sein und tatsächlich Dank zu sagen, sind 2 völlig verschiedene Dinge. Und wir sollten nicht nur Gott danken, sondern auch den Menschen in unserem Leben, die ein Segen für uns sind. Seht diese Menschen nicht als selbstverständlich an. Wisst ihr, wie viele Scheidungen verhindert werden könnten, wenn die Menschen innerhalb ihrer Familie einfach gute Manieren zeigen würden? Nein, den Leuten hier drüben würde das vielleicht gefallen. Ich sehe euch dort oben. Wir haben sogar Spione in dem Übertragungsraum, die mir berichten werden, wie ihr euch während des Vortrags verhalten habt. Dankbarkeit. In der Bibel lesen wir 76 Mal, dass wir danken sollen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Jeder will wissen, was der Wille Gottes für ihn ist. Was ist Gottes Wille? Was soll ich tun? Ich glaube, wir müssen einfach tun, was hier steht, und dann wird Gott uns schon den Rest zeigen. Wenn ihr nicht wisst, was Gott von euch will, oder wie ihr mit einer bestimmten Situation umgehen sollt, tut einfach das, was ihr erkannt habt. Betet und setzt euch weiter voller Freude für den Herrn ein. Seid dankbar, liebt Gott und tut anderen Gutes. Wenn Gott euch etwas sagen will, werdet ihr ihn hören. Er hat kein Problem damit, sich Gehör zu verschaffen, wenn er es möchte. Es gibt einen Vers, den wir alle lieben. Römer 8, Vers 28. Das ist ein wunderbarer Vers, aber ich will euch ein bisschen mehr Einsicht darüber vermitteln. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Wenn wir Gott lieben, werden wir was sein? Dankbar? Richtig? Lasst uns darin übereinstimmen. Dankbar.
die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Angenommen, wir sind in einer sehr schwierigen Situation. Etwas ist passiert, das uns sehr verletzt hat. Das Leben ist schwer. Wir haben einen massiven Verlust erlitten. Uns ist große Ungerechtigkeit widerfahren. Jemand lehnt uns ab. Jemand fügt uns Schmerz zu. Genau das sind die Situationen, in denen wir Dank sagen sollen, auch wenn wir das Gefühl haben, kaum noch atmen zu können. Ich glaube, Gott gebraucht das, wenn ihr mitten in so einer Situation etwas findet, für das ihr dankbar sein könnt. Gott gebraucht das. Nun kommt. Ich sagte, Gott gebraucht das. Er nimmt dann die Dinge und wendet sie auf übernatürliche Weise zum Guten. Das bedeutet nicht, dass der Schmerz, der euch widerfahren ist, jemals gut war. Aber es bedeutet, dass Gott etwas Gutes daraus machen kann. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber ich weiß, was er in meinem Leben getan hat. Ich wurde als Kind missbraucht und hatte einen sehr schwierigen Start ins Leben. Ich durfte nie Kind sein. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals glücklich war, bevor ich in die 20er kam. Ich durfte nie Spaß haben. Wenn ich als Kind lachte, bekam ich Ärger. Ich hatte wirklich einen schlechten Start. Aber solange ich murrte und klagte und jammerte, mir selbst leid tat und wütend auf alle anderen war, die ein gutes Leben hatten, kam ich nirgendwo hin. Das änderte sich erst, als ich Dinge fand, für die ich dankbar sein konnte. Als meine Mutter und mein Vater älter wurden und Gott mich bat, mich um sie zu kümmern, dachte ich, dass das wohl das Unfairste war, worum Gott mich überhaupt bitten konnte. Ich sagte, du nimmst mich wohl auf den Arm. Ich sagte, was haben sie denn je für mich getan? Und wisst ihr, was ich daraufhin in meinem Geist hörte? Du atmest, oder? Sie haben mich zur Welt gebracht. Und hier bin ich. Ich hatte keinen guten Start, aber ich werde meinen Lauf gut beenden. Und das könnt ihr auch. Es ist nicht zu spät für euch. Ganz gleich, wie schwierig euer Start war oder wie schlimm die Dinge weiterhin sind, ihr könnt immer noch etwas Großartiges aus eurem Leben machen. Gott hat noch einiges für euch vorbereitet. Aber um das zu bekommen, müsst ihr dankbar sein. Ich meine, ihr müsst ganz bewusst dankbar sein für das, was Gott für euch tut. Gott tut für jeden etwas. Auch für die Menschen, die ihn nicht kennen. Die Sonne scheint auf die Bösen und die Guten, auf die Gerechten und die Ungerechten. Ich möchte, dass ihr das alle versteht. Ich spüre in meinem Geist, wie wichtig das ist. Ihr habt viel Schlimmes erlebt. Ihr seid negativ eingestellt. Ihr fürchtet euch fast davor, auf etwas Gutes zu hoffen, weil ihr nicht wieder enttäuscht werden wollt. Genauso ging es mir früher auch. Als Dave und ich erst ein paar Wochen verheiratet waren, sah er mich eines Tages an und fragte, was ist bloß los mit dir? Wir haben nach nur 5 Verabredungen geheiratet. Ich musste schnell sein, bevor er begriff, was er sich mit mir einhandelte. Es durfte keine lange Verlobungszeit geben, das hätte nicht funktioniert. Ich meine, er hatte keine Ahnung, worauf er sich einließ. Absolut keine Ahnung. Ich wusste nicht, was Liebe ist. Ich wusste es einfach nicht und ich sah ihn an und sagte, wenn du nichts Gutes erwartest, wirst du auch nicht enttäuscht sein, wenn es nicht kommt. Ich will euch damit nur sagen, dass ich es verstehe, wenn ihr diese Einstellung habt. Aber wenn ihr wollt, dass sich euer Leben ändert, solltet ihr nicht daran festhalten. Will hier jemand, dass sich sein Leben ändert? Ihr könnt den Teufel buchstäblich in Stücke reißen. Nur indem ihr dankbar seid. Hört euch das an. Das ist aus einem Buch mit dem Titel Soul Keeping von John Ortberg. Darin geht es unter anderem um Dankbarkeit. Zur Zeit Jesu betete jeder gläubige Israelit, was man das 18-Gebet nannte.
Es sind 18 Segenssprüche oder Benediktionen. Bene bedeutet gut und Diktion ist die Sprache. Hier ist also von guten Worten die Rede. Im Hebräischen galt alles als Segensgebet, das mit dem Wort gelobt begann. Morgens, wenn sie aufwachten, beteten sie 18 Mal, gelobt seist du ewiger. 18 Mal. In der Mittagspause beteten sie 18 Mal, gelobt seist du ewiger. Abends beteten sie 18 Mal, gelobt seist du ewiger. Und am Sabbat beteten sie noch ein viertes Mal, gelobt seist du ewiger. Von Daniel lesen wir im Buch Daniel, Kapitel 6, Vers 11, dass er dreimal am Tag niederkniete, zu Gott betete und ihm Dank sagte. Das tat er auch dann noch, als das Gesetz erlassen wurde, dass jeder, der sich vor einem Gott außer dem König niederbeugte, in die Löwengrube geworfen wird. Hier heißt es in der Bibel, dass er gemäß seiner Gewohnheit handelte. Seht ihr, deshalb sage ich, vielleicht müssen wir nur ein paar neue Gewohnheiten entwickeln. Und vielleicht wäre es keine schlechte Idee, wenn wir den Wecker stellen und jede Stunde oder dreimal am Tag innehalten und Gott danken. Wir können gute Gewohnheiten entwickeln und wisst ihr, wenn wir das tun, werden die schlechten Gewohnheiten bald keinen Raum mehr in unserem Leben einnehmen. Wie wäre es, wenn ihr nicht nur aufhört, euch zu beklagen, sondern darüber hinaus versucht, einfach dankbarer zu sein? Mir gefällt Daniel 5, Vers 11, wo es heißt, Daniel kniete bei offenem Fenster jeden Tag dreimal täglich nieder, wie er es immer getan hatte. Weder verheimlichte er seinen Glauben, noch fürchtete er sich vor dem König. Er wusste um die Kraft der Dankbarkeit und er schlief friedlich die ganze Nacht in der Löwengrube und kam am nächsten Morgen unversehrt wieder heraus. Dankbarkeit verleiht unserem Leben Kraft. Wenn der Segen, der auf eurem Leben liegt, zunehmen soll, seid dankbar. Wenn der Segen, der auf eurer Kirche liegt, zunehmen soll, ermutigt die Menschen, die zu ihr gehören, dankbar zu sein. Dankbarkeit bedeutet Kraft und Gejammer bedeutet Schwäche für unser Leben. Amen. Psalm 34. Wir lesen die ersten paar Verse. Ich kann nicht glauben, dass wir das nicht alle brauchen. Bitte ermutigt mich. Hilft das hier jemandem? Ich liebe es, darüber zu lehren. Es bringt mich weiter. Und abgesehen davon sind alle, mit denen ich gerade reise, so aufmerksam. Wenn ich nur seufze, erinnern sie mich. Ich lese viel von einer Frau namens Madame Guyon. Sie lebte im 17. Jahrhundert und sie sagte, jeder Seufzer sagt aus, dass wir mit dem, was Gott in unserem Leben tut, nicht zufrieden sind. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Aus tiefster Seele will ich den Herrn rühmen. Alle, die ihr Leid geduldig ertragen, werden mich hören und sich freuen. Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Wer soll sich freuen? Die Leidtragenden. Nun kommt, das dürfen wir nicht verpassen. Die Leidtragenden sollen sich freuen. Die Leidtragenden sollen sich freuen. Die Misshandelten sollen sich freuen. Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Wir wollen für ein paar Minuten zu der Aussage zurückkehren, dass der Herr alles zum Guten führt. Wisst ihr, ich könnte euch jetzt meine Geschichte erzählen und ihr würdet wahrscheinlich nicht verstehen, wie jemand, der seine fünf Sinne beisammen hat, sagen kann, es tut mir jetzt nicht mehr wirklich leid, was damals passiert ist. Ich kann es nicht erklären, aber irgendwie weiß ich, dass mein Leben deshalb besser ist. Ich weiß das. Ich weiß das. Ich glaube nicht, dass mein Leben jetzt so gut wäre, wenn ich einen wunderbaren Start im Leben gehabt hätte und aufgewachsen wäre wie eine Prinzessin.
Ich glaube nicht, dass ich Gott dann so gut kennen und eine so tiefe Beziehung zu ihm haben würde, wie ich sie heute habe. Ich weiß nicht, ob ich dann so vielen Menschen helfen würde. Wisst ihr was? Euer Schmerz kann einem anderen zum Gewinn werden. Eure Not kann zu eurer Botschaft werden. Ich meine das ernst. Ich möchte euch dazu noch ein paar Geschichten erzählen. Einer der Männer, die für uns arbeiten, ist jetzt schon 17 Jahre bei uns. Seit etwa 14 Jahren bewohnte er mit seiner Frau, 3 Kindern und 2 Hunden ein und dasselbe Haus und es standen dringende Reparaturen an. Es musste frisch gestrichen werden, er brauchte einen neuen Heizkessel, ein neues Dach und noch verschiedene andere Dinge und er hatte das Geld nicht dafür. Er war wirklich besorgt, aber schließlich beschloss er, seine Sorge auf Gott zu werfen und sagte: Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll, deshalb muss ich dir einfach vertrauen. Wer von euch weiß, dass das genau das ist, was uns die Bibel rät? Wenn ihr an einem Problem nichts ändern könnt, dann werft eure Sorgen auf Gott. Und ich möchte noch hinzufügen, seid außerdem dankbar für alles, was in eurem Leben gelingt. Und siehe da, eines Tages bekam er bei der Arbeit einen Anruf von seiner Frau, die ihm sagte, dass das Haus in Flammen stand. Das Obergeschoss war in 0, nichts ausgebrannt. Sein erster Impuls war zu sagen, ich verstehe das nicht. Aber seine Frau sagte, weißt du was, das sind alles nur Sachen, wir werden trotzdem glücklich sein und Gott wird sich um uns kümmern. Sie mussten einander noch viele Male ermutigen. Es sind nur Sachen, wir bleiben einfach glücklich und Gott wird sich darum kümmern. Und tatsächlich bekamen sie genug Geld von der Versicherung, um alles, was das Feuer niedergebrannt hatte, zu erneuern, einschließlich all der Dinge, die ohnehin hätten repariert werden müssen. Und am Ende hatten sie sogar noch Geld übrig. Stellt euch das mal vor. Aber wer weiß, vielleicht hätte Gott ihnen nicht so viel Gunst erwiesen, wenn sie gemurrt und gejammert und genörgelt hätten, als der Gutachter kam und ihr Haus untersuchte. Gott kann in unserem Leben und in unseren Umständen etwas tun, wenn wir uns seiner Art, uns zu segnen, anpassen. Soll ich das nochmal wiederholen? Gott kann in unsere Umstände übernatürlich eingreifen. Er muss nicht mehr tun, als uns ein bisschen Gunst zu gewähren. Nur ein bisschen Gunst. Und die Lage kann sich dramatisch ändern. Aber wir können seine Gunst in unserem Leben nicht empfangen, wenn wir jammern und klagen. Warum sollten wir unsere Zeit mit etwas verschwenden, das nichts Gutes bewirkt? Machen Sie es sich doch zum Ziel, mit einem dankbaren Herzen zu leben. Achten Sie bewusst auf alles Gute, das Gott in Ihrem Leben tut. Die Übersetzung von Philipper 4, Verse 6 und 7 in der Message-Bibel ist sehr interessant. Da steht, beunruhige und sorge dich nicht. Statt dich zu sorgen, bete. Lass Bitten und Lob deine Sorgen in Gebete verwandeln, die deine Anliegen vor Gott bringen. Wenn du das beherzigst, wirst du schon bald sehen, wie Gott sich für dich einsetzt und alles zum Guten wendet. Es ist wunderbar, was passiert, wenn Christus statt deiner Sorgen im Zentrum deines Lebens steht. Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail. Unser Team hilft Ihnen gerne weiter. Ich war viele Jahre kokainabhängig. Meine Mutter war uns gegenüber immer sehr distanziert. Ich fühlte mich von ihr verstoßen. Obwohl ich immer dachte, dass ich stark sein müsste, merkte ich doch, dass ich nicht stark war. Als ich 23 war, traf ich einen Mann, der mich glauben ließ, er würde mich beschützen. Aber dann merkte ich, dass er mich nur ausnutzte. Er brachte mich dazu, als Prostituierte zu arbeiten. Und er war derjenige, der mich an die Drogen heranführte. Wann wurde dir klar, dass sich dein Leben ändern muss? Das war der Moment, als meine Tochter geboren wurde. Ich hatte Angst, dass sie als Drogenabhängige enden würde, genau wie ich. Patricia und Norbert, warum ist so ein Zentrum so wichtig? Was ist das Problem hier in Chile?
here in Chile. We have the situation with. Viele Frauen wachsen in einer Umgebung auf, in der Männer sie missbrauchen. Deshalb flüchten sich immer mehr Frauen in Drogen. Oft schlagen die Männer ihre Frauen. Sie machen sie zu Sklaven und zwingen sie, als Drogenkurier zu arbeiten. Die Frauen haben zu viel Angst, um auszusteigen und zu ihren Familien zurückzugehen. Wir haben hier ein 9- bis 12-monatiges Programm. Es gibt einen Lehrplan. Die Frauen lernen hier Schritt für Schritt im Glauben zu wachsen. Sobald sie stark genug sind, dürfen sie wieder zu ihren Kindern. Denn wenn diese Frauen von den Drogen frei werden und von dem, was sie in die Sucht getrieben hat, dann können sie auch die Mutter sein, die ihre Kinder brauchen. Wir haben immer gebetet und daran geglaubt, dass Gott uns versorgen wird und uns Platz für noch mehr Frauen schenkt. Und dann rief Norbert mich eines Tages an und erzählte mir, dass Joyce Meyer uns ein Grundstück kaufen würde. Das war wie ein Wunder. Die Partnerschaft mit Hand of Hope hat neuen Schwung in unsere Arbeit gebracht. Weil Hand of Hope ein Hilfsdienst ist, der dasselbe auf dem Herzen hat wie wir. Joyce Meyer hat selbst viel Leid erlebt und dann das Wort Gottes entdeckt, das heute das Fundament ist, auf dem sie steht. Und nicht nur das. Sie erzählt auch der ganzen Welt davon, wie Gott sie verändert hat. Für dich hat sich viel verändert. Inwiefern hat das auch das Leben deiner Töchter verändert? Oh, sehr. Sie sind sehr stolz auf mich. Ich habe angefangen zu studieren, um Therapeutin zu werden und mit Drogenabhängigen zu arbeiten. Und ich bin fast fertig. Das ist meine Art, Gott Danke zu sagen für all das, was er in meinem Leben getan hat. Ich weiß jetzt, was Liebe wirklich bedeutet. Erst 30 Tage oder schon 30 Jahre verheiratet? Noch Single oder mitten in der Ehekrise? In diesem Buch beschreibt Joyce Meyer Prinzipien zur Traumehe und gibt viele praktische Tipps. Bestellen Sie Ihr Exemplar von Traum statt Trauma unter 040 88 88 411 11 oder besuchen Sie uns im Internet unter joyce-meyer.de. Unterwegs im Leben holt man sich schon mal den einen oder anderen Kratzer. Schwamm drüber. Aber handfeste Kränkungen können das Leben vollständig lahmlegen. Wie überwindet man Zorn und Bitterkeit? Lesen Sie dazu das Buch von Joyce Meyer, Tu dir selbst einen Gefallen, vergib. Und starten Sie befreit in Ihre Zukunft. Bestellen Sie das Buch Tu dir selbst einen Gefallen, vergib, jetzt. Im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411 11.